Olympischen Spiele 2032 ist das australische Brisbane der bevorzugte Kandidat des IOC. Die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees nahm am Mittwoch den Vorschlag der Kommission für künftige Sommerspiele an und machte die Region Queensland damit frühzeitig. Dies ist ein herber Dämpfer für die Initiative aus der Rhein-Ruhr-Region, die sich Hoffnungen als möglicher Deutscher. Erst gestern hatte Ministerpräsident Armin Laschet zu einer Pressekonferenz am Freitag eingeladen, um über den Stand der Bewerbung 2032 zu. Durch die Entscheidung der IOC-Spitze werden nun vorerst ausschließlich Verhandlungen mit den Australien verlaufen. Diese gut, wie Brisbane der IOC-Vollversammlung als 2032 Ausrichter, die sogenannte Future Host Summer Commission, die sich unter der Leitung der Norwegerin Christine Klostasen mit der Bewertung zukünftiger Gastgeber befasst, hatte die Vorschläge mehrerer Städte und Regionen geprüft. Die nun gefällte Entscheidung, so IOC-Präsident Thomas Bach, sei keine Entscheidung gegen irgendjemanden, sondern für die Australier. Die Initiative Rhein-Ruhr hat offiziell noch keine Bewerbung in den Ring. Doch diese sah Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstag noch auf einem Gut. Ich rechne damit, dass wir in Bälde offizieller Bewerber der Bundesrepublik für die Olympischen Spiele werden können, sagte der CDU-Vorsitzende. Andere deutsche Kandidaten werde es nicht geben. Wir wollen 2032 die Spiele in Nordrhein-Westfalen ausrichten, bekräftigte Laschet. Es gibt seit langer Zeit wieder die Chance auf eine deutsche Bewerbung. Zuletzt hatte sich Leipzig um die Spiele 2012 beworben, war aber nicht in die Auswahl der fünf Kandidatenstädte. Geplante Bewerbungen von München und Hamburg für die Spiele 2022 und 2024 wurden durch Bürgerbefragungen frühzeitig gestellt. Zuletzt hatte es 1972 in München Olympische Spiele in Deutschland gegeben.